Kleinen Klemmerschein-Studio. Ich bin der Mike. Ja. Heute wird etwas space-lastig. Ein Space-Transporter. Ist aus den Teilen vom City Rover entstanden, den ich vor 2 Jahren bekommen habe. Dieses Modell konnte letztens bei den Fenobricht 2022 in Wolfsburg bestaunt werden, sag ich mal. Ja. Wie gesagt, ist im Grunde ist es ein Mod für ein bestehendes Modell. Ich habe als erstes die Reifen getauscht. Mal kurz hier die Container hier runter. Weil ich finde, diese Reifen sind deutlich schöner mit Gummi, als statt die reinen Plastikräder. Vor allem rollen die auch besser. Sind auch größer. Eine schöne Front. Wie gesagt, Modell hat 338 Teile. Bauplan unten bei Rebrickable. Verlinke ich euch. Ja. Cockpit ist auch soweit drin. Oh, ich hoffe, ihr seht es. Ne? Okay, müsste gehen. Ich habe nur vorne die Einmal 2 Bett weggenommen, eine Fliese reingebaut. Eine Einmal 2, weil das Cockpit hält hier hinten. Im Originalbau, Video habe ich dazu gemacht vom Original, wird gezeigt, vorne ist das Ganze so klemmt. Ja. Ich habe den Arm etwas länger gebaut. Man kann wunderbar die Container hier oben aufladen. Klappen wir ein. Sagt mir, der war letztens schon bei den Fenobricht. Wurde bestaunt beim riesigen Mock. Eine alte Bauart noch. Untergrund, das ist ja hier schon eine neue. Ja. Wir können auch kurz zu den Maßen kommen, die haben wir noch gar nicht gemacht. Wir haben nur die Teile gehabt, die 338 Teile. Und jetzt gucken wir mal nach der Länge, wie lang das ganze Gefährt ist. Ist 29 cm lang. Gucken wir mal, wie breit haben wir es denn? Wir haben es 9 cm breit. Und mit eingeklappten Armen sind wir bei 10 cm Höhe. Ist relativ einfach gehalten. Passen hinten 2 Container rein. Man kann auch einen Truppentransporter draus machen, dass man hier oben ein paar Forscher draufsetzt oder sowas. Ja, hoffe, hat euch gefallen. Mir hat Spaß gemacht. Schreibt in den Kommentaren, was ihr vom Modell haltet. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mike.